hier ist Alexandra von Rohr Energie. Ich möchte heute ein Video machen über Banana Island. Dazu erkläre ich erstmal, was Banana Island ist. Man isst den ganzen Tag nur Bananen. Das ist eine spezielle Reinigungskur, bei der der Körper entgiftet werden soll. Und dadurch, dass er nur ein Obst zu verdauen hat, kann sich der Körper eben komplett auf andere Sachen konzentrieren. Und Bananen sind da sehr ideal, weil sie einmal eben viele Kalorien haben, viele Kohlenhydrate haben, man eben auch satt ist und nicht hungern muss. Und meiner Meinung nach ist es auch, Bananen einfach eine tolle Konsistenz haben. Also sie können eben alles aus dem Darm dann auch rausspülen und rausdrücken. Das würde mit anderem Obst, denke ich, nicht so gut funktionieren. Und man isst ungefähr so 25 bis 30 Bananen pro Tag, je nachdem, was man für einen Energiebedarf hat, ob man männlich oder weiblich ist und ob man Sport treibt oder eben nicht. Und man kann aber so viel essen, wie man möchte. Also es gibt keine Begrenzung, kein Limit. Und das Ganze kann man so 3 bis 5 Tage machen als kleine Kur oder man kann es aber auch 30 Tage machen. Ich muss sagen, mir haben 3 Tage schon voll aufgereicht und ich habe es auch nicht ganz so streng gemacht. Ich habe Grün dazu gegessen, also ich habe zum Beispiel mittags dann eben mir manchmal auch einen Salat gemacht mit Gurken noch dazu oder abends habe ich dann Bananenwraps gegessen, mit Salat gefüllt, weil ich das nicht ausgehalten hätte, den ganzen Tag nur Bananen zu essen. Das wäre mir viel zu viel süß gewesen. Also ich glaube, dass das bei mir auch ein bisschen ist. Ich denke, dass ich da auch ein bisschen Mineralstoffmangel habe oder sowas, dass ich da das mal austesten müsste, weil ich mittags ganz oft dieses Verlangen habe, dann eben Salat zu essen oder was Würzigeres. Ja, jetzt muss ich mal auf meine Dings gucken, auf meine... Ja genau, ach, was ich noch sagen wollte, genau. Bei mir ist es nämlich so, dass Bananen jetzt auch nicht mein absolutes Lieblingsobst sind. Also es gibt einfach Obstsorten, die ich sehr viel lieber esse. Das ist so, Bananen sind so die Mittelschicht. Ja, es gibt Sachen, die esse ich noch viel weniger gern, aber Bananen sind eben nur so die Mitte. Deswegen war das für mich schon relativ schwierig, auch gerade abends dann sowas Süßes zu essen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe das jetzt eben für mich auch gemacht, dass ich das als Reinigung sehen wollte, jetzt im neuen Jahr. Und auch dann, weil ich gerne meinen Schokoladenkonsum sehr reduzieren, bis auf Null bringen möchte, einfach als Neustart. Weil mir fällt es leichter, dann zu sagen, gut, ich esse jetzt 3 Tage dann eben das eine und dann kann ich auch gar nichts anderes, als zu sagen, gut, ich esse jetzt mein normales Essen und verzichte jetzt dann auf die Schokolade. Deswegen habe ich es einfach als Neustart eben gesehen. Und dafür hat es jetzt auch ganz gut funktioniert. Jetzt möchte ich nochmal meine Erfahrungen so berichten. Und zwar, also der erste Tag war wirklich noch in Ordnung, das ging noch so. Da hatte ich dann auch mir schon Bananenwraps vorbereitet und das ging dann noch abends. Der zweite Tag war schon deutlich schwieriger. Da hatte ich dann auch abends nicht genug Bananenwraps mehr übrig und da ist es mir schon echt schwer gefallen. Da habe ich dann auch schon gemerkt, ich kriege so ein bisschen schlechte Laune, weil ich eben nicht genug gegessen hatte. Und am dritten Tag war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, so, oh, jetzt würde ich töten für irgendwie... Der Lars hat dann Bratkartoffeln gegessen und ich habe bei Instagram eine gesehen, die hatte Bratkartoffeln gemacht. Da habe ich gedacht, da kann ich mich jetzt reinsetzen, ja. Aber ich habe es dann trotzdem durchgezogen und habe irgendwie meine Bananenwraps gegessen. Es ging dann auch. Und ich bin jetzt ganz froh, dass ich es halt auch durchgezogen habe. Und ja, aber ich... Also ich persönlich für mich würde es jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nochmal mache. Ich denke, es ist jetzt auch nicht gerade die ideale Jahreszeit. Man sollte so Kuren ja eigentlich sowieso eher im Frühling und im Herbst machen, weil es dann für den Körper einfacher ist. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht genug davon essen, weil mir das einfach zu süß. Es ist gar nicht so, dass es zu einseitig war. Ich kann gut einseitig essen. Ich habe mein halbes Jahr lang nur Reis mit Soße gegessen, gar kein Problem. Aber dieses extrem Süße, das konnte ich dann irgendwann echt nicht mehr sehen. Und ja, deswegen ist es mir echt schwer gefallen. Was ich noch sagen wollte, weil ich dann auch bei Instagram so ein paar Fragen gekriegt habe, ob man eben von so viel Bananen nicht zunimmt. Nein, man nimmt von so viel Bananen nicht zu. Also ich habe ein halbes Kilo verloren. Das war jetzt aber nicht unbedingt der Grund, warum ich das gemacht habe. Das habe ich ja schon gesagt. Aber das ist ja, wenn man eben, man rechnet so pro Banane eben ungefähr 100 Kalorien. Das heißt, wenn man eben 25 Bananen isst, hat man 2500 Kalorien, was ja eben genau so in dem Rahmen ist, was man essen sollte.
Und warum sollte man davon zunehmen? Ist ja kein Fett drin. Also ich stecke die ja nicht in Butter oder Margarine oder Kokosöl. Dann vielleicht, dann wäre es was anderes, wenn ich die damit bestreichen würde. Aber ich nehme ja kein Fett zu mir in dem Sinne. Also wovon soll ich dann zunehmen? Ja. Und ein zweites Mysterium, was ja auch immer so in den Köpfen rumkreist, so viel Bananen müssen doch Verstopfung machen. Nein, so viel Bananen machen keine Verstopfung, im Gegenteil. Also ich konnte sehr gut zweimal am Tag aufs Klo, das war überhaupt kein Problem. Und das ist auch das, was ich vorhin noch angesprochen habe, dass wenn man Bananensmoothie macht, merkt man das ja auch. Man macht Bananen und Wasser da rein und das gibt ja eine extrem klasse Konsistenz. Ja. Und das spült dann halt einfach da durch, ja. Und das nimmt dann eben den ganzen Schmodder, der da so in den Ritzen und Winkeln ist, nimmt der dann mit und spült es halt alles aus dem Darm raus. Und deswegen eignet sich der Bananen eben sehr gut so eben und außen, weil sie eben sättigend sind. Das sind eben die zwei Mysterien, die ich da auflösen wollte. Und ach ja, noch ein drittes. Bananen haben ja auch so viel Kalium, das ist ja auch ganz ungesund, haben wir gerade gestern ein Video gesehen. Bananen sind auf Platz 86 hinter Vanillemilchshake im Kalium, wie sagt man das, Kalium, an Kaliumzufuhr, was sie an Kaliumzufuhr bieten. Also da gibt es Lebensmittel, die viel, viel weiter vorne stehen und wo nicht jeder sagt, oh, da ist aber so viel Kalium drin. Datteln waren auf Platz 3. Aber ich finde es halt ganz lustig, dass der Vanillemilchshake noch eben vor den Bananen kommt, wo gar keine Bananen drin sind. Ja. Also, der Dr. Cracker hatte noch gesagt, das Einzige, was die Leute über Ernährung ist, dass in Bananen ist viel Kalium. Und Kalium, wenn man zu viel Kalium hat, ist das ja auch nicht gut. Naja, also da müsste man eben irgendwie, ich glaube, 300 Bananen in 30 Sekunden essen, um eine Kaliumvergiftung zu kriegen. Das möchte ich mal sehen, dass das einfach schafft. Ja. Naja, was ich noch sagen wollte, ich habe das jetzt gemacht, das kam jetzt blöderweise eben dazu, dass ich meine Tage gekriegt habe. War vielleicht jetzt auch nicht so eine super günstige Kombination, aber dass ich jetzt eben das Gewicht verloren habe und dass ich schlechte Laune gekriegt habe, hat damit nichts zu tun. Ah, jetzt kriege ich einen ganz trockenen Hals. Das kann der Lars bestätigen, dass ich eben seit wir uns vegan ernähren, ich dieses sogenannte PMS nicht mehr habe. Dieses, dass man schlechte Laune kriegt und Gewicht zunimmt. Oh, danke schön. Hast du genug Wasser getrunken? Versuche mindestens 10-mal am Tag durchsichtigen Urin zu haben. Ernähre dich hauptsächlich von Obst und Gemüse. Trinke 1 Liter Wasser vor jeder Mahlzeit. Vielen Dank. Ja, das kannst du doch bestätigen, oder? Ist besser geworden. Ja, sehr witzig. Also, blöd mal. Und also das hat jetzt mit der schlechten Laune hat wirklich das damit zu tun gehabt, dass ich einfach nicht genug gegessen habe. Weil es mir eben schwer gefallen ist. Gut, also das Fazit ist, ich würde es jetzt nicht unbedingt so schnell wieder machen. Wer Bananen liebt, für den ist das bestimmt das Richtige. Oder wer entgiften möchte dann, aber nicht fasten möchte, weil Fasten ja auch so seine Probleme mit sich bringt, mit Einlauf machen und die Säfte machen, ist ja auch sehr aufwendig. Oh Gott. Für den ist das auch eine gute Sache. Bist du erstmal richtig ab. Also, wer die Wahl hat zwischen Banana Island und Saftfasten, kann sich das ja eben auch nochmal überlegen. Man kann es ja auch einfach erstmal ausprobieren. Dann viel Spaß bei Banana Island oder eben nicht. Und viel Spaß beim Gucken. Tschüss! Bitte gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert uns. Danke!